Herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Heinrich. Ich möchte Sie begleiten auf Ihrem Weg zum Verkaufsprofi. Dieses Verkaufsprogramm ist kein gewöhnliches Seminar, wie Sie es vielleicht kennen, sondern ein über Jahre hinweg getestetes, hocheffektives Verkaufssystem, das Ihnen hilft, leichter, besser und mit viel mehr Spaß zu verkaufen. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Umsetzung der nachfolgenden Ideen. Lassen Sie uns zu Beginn über Verkauf sprechen. Was heißt Verkauf? Was bedeutet Verkauf? Verkauf ist was sehr, sehr Positives. Jedes Unternehmen braucht Verkäufer und Verkäuferinnen, um Produkte und Dienstleistungen an Kundinnen und Kunden zu bringen. Am besten Verkauf durch Vertrauen. Aber wie erzeuge ich Vertrauen? Finden Sie heraus, welche Wünsche und Ziele Ihre Kunden haben und helfen Sie ihnen, Stück für Stück Wünsche und Ziele zu erreichen. Dadurch erzeugen Sie Vertrauen. Eine Bitte habe ich noch an Sie. Und zwar, überlegen Sie sich bitte, ob Sie am sogenannten Kenn-ich-schon-Syndrom leiden. Es gibt Menschen, die leiden am Kenn-ich-schon-Syndrom. Die besuchen Seminare, die hören sich Vorträge an, die lesen Bücher und sagen dann immer, kenne ich ja schon. Das sollte nicht Ihr Maßstab sein. Ihr Maßstab sollte sein, was wende ich definitiv an? Diese DVD soll Ihnen helfen, zu überprüfen, was Sie wirklich anwenden in Ihrem Leben und in Ihrer täglichen Verkaufspraxis. Überprüfen Sie sich bitte selbst. Ich möchte Sie jetzt gern in die Verkaufspsychologie entführen. Und zwar möchte ich Ihnen gerne näher bringen, warum Kunden kaufen. Warum Kunden eine Kaufentscheidung treffen. Stellen Sie sich vor, das hier ist ein Mensch. Er hat Kopfentscheidungen, Bauchentscheidungen. Das heißt über die Ratio oder über das Gefühl. Was sind Kopfentscheidungen? Kopfentscheidungen zum Beispiel sind das Produkt. Die zweite Kopfentscheidung wäre der Preis, der ja oft immer so wichtig erscheint. Die dritte Kopfentscheidung wäre die Qualität. Warum scheitern die meisten Verkäufe? Die meisten Verkäufe scheitern an der sogenannten Alternativfrage, an der Abschlussfrage. Die meisten Verkäufer und Verkäuferinnen stellen sie überhaupt nicht oder nicht effektiv genug. Folgendes Beispiel. Sie sind Kellner, Kellnerin im Top-Café Ihrer Stadt. Sie sind provisionsbeteiligt. Weniger am Kaffee und am Kuchen, sondern mehr an der Sahne. Also wenn Sie möglichst viel Geld verdienen wollen, müssen Sie Sahne verkaufen. Stellen Sie sich weiterhin vor, ein junges Pärchen, ernährungsbewusst, sportlich, dynamisch, kommt zu Ihnen, bestellt 2 Kaffee und 2 Erdbeerkuchen. Die meisten Verkäufer würden jetzt sagen, möchten Sie eine Sahne oder möchten Sie keine? Also eine Entscheidung zwischen Ja und Nein. Sie als cleverer Verkäufer und Verkäuferin würden die Frage bestimmt anders stellen. Nämlich, möchten Sie eine kleine Portion Sahne oder möchten Sie eine große Portion Sahne? Weil Sie genau wissen, die Entscheidung zwischen Ja und Ja fällt dem Kunden viel leichter und Sie werden mehr Sahne verkaufen. Angebot A oder Angebot B ist viel effektiver wie möchten Sie kaufen oder möchten Sie nicht kaufen. Wenden Sie die sogenannte Alternativfrage an zwischen Ja und Ja und Sie werden sehen, Ihre Umsätze steigen und steigen und steigen, allein durch diese Fragestellung. Haben Sie Mut dazu, denn es gehört einfach Mut dazu, diese Frage zu stellen. Aber glauben Sie mir, Ihre Kunden sind mit Sicherheit so selbstbewusst und werden sagen, wenn Sie nicht kaufen wollen.